neue Pajero 03 tritt mit einer geballten Ladung von Technologie- und Design-Highlights an. Dazu gehört einerseits der Super Select SS4 2 Allradantrieb, der wohl zu den hochentwickelsten überhaupt zählt. Dazu gehört aber auch die selbsttragende Monocoque-Karosserie mit Einzelradaufhängung, die aus dem Geländeviech eine sanfte Nobelkarosse macht. Die aktuellste Evolutionsstufe des Pajero ist aber auch elektronisch State of the Art. Offroad-Guru und zigfacher Geländewagen-Staatsmeister Christian Karl Berger hat den Pajero für uns auf Herz und Nieren getestet und kennt die Details. Ja, die Mitsubishi Active Traction Control, auch Traktionskontrolle genannt, hilft dem Fahrer, praktisch jede Situation zu meistern, nicht nur auf der Straße, sondern auch im schweren Gelände. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich die Funktionsweise von dem Active Traction Control vorstellen? Über Rechner und über das Motormanagement wird über die Räder eingegriffen und die Kraft dort weggenommen, wo sie nicht mehr erforderlich ist, und zu den Rädern übertragen, wo die Traktion wieder aufgebaut werden soll. Auch für das extreme Bergabfahren hat man sich bei Mitsubishi etwas einfallen lassen und hat dem neuen Pajero ein System eingebaut, das EBAC heißt. Und zwar heißt es Engine Brake Assist Control und unterstützt den Fahrer bei Extrempassagen, die bergab zu bewältigen sind. Dazu ist wichtig zu wissen, wie man das bedient. Man sollte das Untersetzungsgetriebe einschalten und dann nur lenken und das Bremspedal nicht bedienen. Dieses System greift dann über das Motormanagement und die Bremsen natürlich über die Räder ein und wird das Auto in ganz langsamen Zustand sicher bergab führen. Nicht nur im schweren Gelände, für das es eigentlich gedacht ist, sondern auch auf der Straße einsetz- und verwendbar. Optisch, sowohl innen als auch außen, präsentiert sich der Pajero als Holzfäller im Jobanzug. Perfekt bis ins Detail. Formschön und muskulös. Gimmicks wie beispielsweise die versenkbare dritte Sitzreihe gehören zum Standard und machen den Innenraum zu einem der flexibelsten und nutzbarsten überhaupt. All diese Informationen jetzt abwiegend, wie kann man den Pajero als Gesamtpaket charakterisieren? Ja, der Pajero war immer schon ein herausragend tolles und sicheres Geländefahrzeug. Mit den Features, die er hatte, nämlich Monocoque-Chassis, dadurch sehr tiefer Schwerpunkt, auf der Vorder- und Hinterachse Einzelradaufhängung, einer hundertprozentigen Differentialsperre, vor allen Dingen diesem Super Select 4WD-Antrieb, der Möglichkeiten bringt, die kein anderes Fahrzeug ermöglicht, und den elektronischen Helferlines, die jetzt dazugekommen sind, ist der Pajero wahrscheinlich ein Überding geworden, der von der Sicherheit her nichts offen lässt. Der Motor, ein Gedicht. Vergisst man, dass er für einen modernen Diesel ein bisschen zu laut ist? Da kann man auch kein Auge zudrücken, das ist so, ergeht man sich beim Fahren in Drehmomentergüssen. Kurz gesagt, er geht wie die Sau und braucht gemessen am Gewicht und CW-Wert nichts. Und das ist in jedem Gang und in jedem Drehzahlbereich dasselbe. Perfekt zum wehenstarken Diesel passt das moderne Automatikgetriebe, das selbstständig und ruckfrei zwischen den Gängen hin und her wechselt. Hat man es gerne sportlicher, kann man dank Tiptronic-Funktion wie mit einem sequentiellen Getriebe die Gänge wechseln.